Ja, heute mal in Kundensache unterwegs. Euer Sondersender, euer Medienkanzler mal wieder bei seiner Arbeit. Heute ist mal nicht so viel zu tun, deswegen kann ich auch eine Kundenansage. Es geht um die kleine Socke. Ist ein Kater, der sucht ein neues Zuhause. Ja, sein Name ist Socke. So, ich habe unserem Kunden gesagt, ich werde heute eine Sendung machen. Die Sondersendung heute mal. Hallo. Grüße. Wollt ihr rein dadurch? Okay. Okay. Der Postbote musste gerade durch, deswegen hatte ich gerade unterbrochen. Also es geht um die Socke, es geht um einen Kater. Ich blende unten die Nummer ein, dann könnt ihr den Kunden anrufen, also der diesen Kater gerne in Obhut nehmen möchte. Der Kater, die Socke, sucht ein neues Zuhause. Euer Sondersender hier in Nordrhein-Westfalen macht auch solche Sachen wie nicht nur Sendung. Mahlzeit. Ja, wie das immer so ist, in dem Moment, wenn wir die Kamera anmachen, kommen Kunden rein. Ne? Finde ich so. Erst der Postbote stutzt sich, dann der andere Kunde mit Zippelmütze. Ist nämlich saukalt draußen, obwohl die Sonne scheint. Und wir bleiben mal beim Thema Socke. Der Kater Socke sucht ein Zuhause. Nummer wird eingeblendet, könnt ihr anrufen. Sollte dieses Video verspätet gesendet worden sein, könnt ihr trotzdem nochmal versuchen. So eine Socke kann man nicht immer, ne? Ist geimpft, ist kastriert, Klingelbälle, Alufolie, die er auch vom Hund abportieren kann und so weiter und so fort. Und schon geht wieder die Tür auf. Also ich kriege die Socke schon irgendwie runter. Ja, ich nahm an, heute ist nicht so viel zu tun, aber sobald die Kamera angeht, ne, hat Onkel Wendler, der jetzt zu Gast war, oder andere Schauspieler, die schon mal zu Gast waren, haben das auch schon gemerkt, wenn wir dann loslegen wollten, weil wir Lust und Laune, ging das dann meistens daneben, aber wir bleiben immer noch bei der Socke. Die Socke ist ein Kater. Also, ich bitte um Ihre Hilfe für den europäischen Kurzhaar-Tiger. Ist ein getigerter Kater, Geschlecht männlich, ist geboren worden am 24.03.2013 und hat den liebevollen Namen Socke. Ja. So, ich suche für meinen Kater Socke ein neues und liebevolles Zuhause. Da ich aus privaten und gesundheitlichen Gründen ihn nicht mehr halten kann. Er ist sehr lebhaft, verspielt und sehr neugierig, sind alle Katzen, ne? Wisst ihr ja Bescheid. Er wurde bis jetzt nur als Hauskater gehalten und ist allgemein, kommt er auch mit anderen Katzen zurecht. Also man könnte ihn mit anderen Katzen vermischen, könnte man, sollte man aber nicht. Bei Hunden ist er etwas scheu, ich denke aber daran würde er sich auch gewöhnen, ist ja noch sehr jung, 4 Jahre alt. Den Kontakt mit Kindern ist er nicht gewohnt, könnte aber bestimmt daran gewöhnt werden. Er mag sehr gerne Balkone, aus dem Fenster schauen, Klingelbälle oder Alufolie, die er auch wie Hunde apportiert. Machen viele Katzen, also ich hatte 4 persönlich zum Beispiel. Also er ist geimpft und kastriert. Bei Interesse bitte an folgende Rufnummer wenden. 0201 4513 6475. Aber bitte ab 17 Uhr anrufen. Seid so nett, alle Zuschauer und alle Kunden erst nach 17 Uhr oder ab 17 Uhr anrufen und nicht ständig. Ja, es geht um den Kater, der geht nicht persönlich an den Hörer. Also, ne? Und nehmt Kontakt auf mit Barbarera Hotline. Barbarera Hotline. Hotline. Barbarera Hotline. Ich muss immer nachlesen. Ja, wie gesagt, ist mir gerade übergeben worden. Ich habe gesagt, komm, ich mache eine Sendung heute, weil wir sind sowieso heute eine Sendung am machen und zwar wegen Roy Black. Wir haben da so einen Auftrag, Roy Black, wir machen ja auch Überspielungen. Wir drehen ja nicht nur, wir überspielen auch. Wir machen aus Alt-Digitalem, machen wir dann eine DVD oder Blu-ray, je nachdem, wie der Auftrag läuft. Und wir machen auch so, wie die Leute das gerne haben wollen. Dann machen wir das, haben wir gemacht. Roy Black heute ist junge, liebe, fröhliche Leute und schöne Melodien von und mit James Last. Ach, James Last war dabei und ach, da war richtig was los. 83 Minuten, volle Länge, ab 6 Jahre war richtig was los bei Roy Black. Ne? Für die Zuschauer, die Roy Black nicht mehr kennen, weil sie zu jung. Kennst du Roy Black? Nee, weiß keiner mehr, wer Roy Black ist. Ne? Ja, die junge Dame neben mir kennt den auch nicht. War ein Musikfilm. Und Schwarzwaldfahrt aus Liebes. Guck mal, ich sag euch, die ganzen Schauspieler, die damals waren, ja. Also ich kenn's ja halt noch, wie ich 6 war, das ist vor 51 Jahren so rum. Vor 51 Jahren, da lief sowas im Fernsehen und da ging es richtig zur Sache. Und die da zu sehen waren oder zu sehen sind, zum Beispiel Barbara Nielsen, Heidi Hansen,
Die Musik war, wie gesagt, von James Lars. Regie hatte Werner Jacobs. Ja, also ein junger Architekt verliebt sich und kennt da so eine wunderschöne, ach ihr wisst ja, wer also Roy Black noch kennt, weiß, worum es jetzt gegangen ist, ne? Warum, ja, so, ist fast so lustig wie dieser Kater hier, ne? Die Socke. Ich meine, der Name schon alleine, die Socke, bringt ja. Und wenn er da, wie gesagt, anruft und wir würden uns tierisch freuen, wenn Socke ein wunderbares Heim bekäme. Und wie gesagt, er ist noch jung, 4 Jahre alt. Ein 4-jähriger Kater kann also noch viel Freude bringen. Meistens können ja solche Kater bis zu 20 Jahre alt werden. Und wenn die mit einem groß werden, also ich persönlich habe einen klitzekleinen gerade frisch geboren, der Bursche, hatte sich getummelt und lag dann in einer aussichtslosen Lage damals, haben wir ihn dann befreit und seitdem war der dann fast 20 Jahre bei mir persönlich zu Hause. Ich sag euch, ich habe viel Spaß gehabt mit so einem Kater. Kater macht Spaß. Nicht nur das Schnurren alleine, das Spielen und so. Wie gesagt, Tiere können sich meistens auch selbst beschäftigen, aber nicht immer. Also, diejenigen, welche die Kater mögen oder Katzen mögen, die mögen jetzt dort anrufen. Ich sag die Nummer noch einmal. 0201, das ist in der Stadt Essen. 45136475 und sein Name ist der Kater Socke. Ja. So, jetzt waren wir bei Socke, dann waren wir heute beim Auftrag, Roy Black. Worum geht es noch? Ja, die Sonne lacht, wir haben mittlerweile 2:30. 2:30 in Deutschland, da werden halt keine Knoppers gefuttert. Ja, ihr merkt schon, das ist meine Aussprache auch. Ich habe mich nämlich auch in ärztliche Behandlung begeben, ich lasse mich alle auch erneuern. Und dann muss man, aber ich schaffe es ja nicht immer, ich muss ja tagsüber arbeiten, also muss ich spät abends dahin und dann wird weitergemacht. Und dann auch nicht jeden Tag, also es dauert. Also ihr erlebt jetzt den Medienkanzler hier ein bisschen sprachbehindert, weil das geht nicht anders. In der heutigen Zeit muss man ja alles machen, auch vor laufender Kamera. Auch wenn man erkältet ist oder sonstige andere Krankheiten sich zugezogen haben sollte, muss man arbeiten. Na, ne? Ist das richtig, ne? Nick schon, ne? Ja, sie nickt, ja, ja, arbeiten. Ja, ist keine Rede, du mal da. Ne, ist klar. Ne, die Leute in der Regie und in der Tontechnik, die regeln sich, weil die sind ja hinter der Kamera. Und wenn einer so wie ich jetzt hier vor der Kamera, der darf da nicht nur über eine Katze reden, über Roy Black sprechen oder über andere Sachen, die hier so in der Stadt Essen abgehen. Also hier in der Stadt Essen geht auch eine Menge ab, genauso viel wie bei Facebook. Da sind wir also auch schon beim Kernthema. Also wenn man Facebook rauf und runter scrollt, was erlebt man? Richtig, Geld, wirtschaftliche Ausgabe, Frau Merkel, die Raute, Herr Schulz, das Glas, die SPD, die CSU, die CDU, Herr Söder erzählt da von seinen Bayern und so weiter und so fort. So, hier auf dieser Straße, an diesem Geschäft, runter Richtung Autobahn A40, gab es mal ein Heim. Und dieses Heim war für Asylanten. Im Jahr 2015 musste das dringlichst erbaut werden. Dann hat man es erbaut. Daraufhin hat man einen Spielplatz, einen Sportplatz etc. platt gemacht. Ja, noch einmal. Spielplatz, Sportplatz, platt gemacht. Und hat da so eine Siedlung draufgesetzt. Und diese Siedlung ist jetzt sauer aufgestoßen, denn die hat 24 Millionen Euro gekostet für 2500 Asylanten, die da untergebracht werden mussten. Also der Kämmerer ist nicht umsonst ausgerastet, wenn ihr diese Story da verfolgt habt. Dieser Kämmerer, den wir hatten, der ist ausgerastet hier in der Stadt Essen, ist abgehauen, ist dann zur AfD, hat dann auch bei Pegida in Dresden, das habe ich jetzt persönlich nicht verstanden, warum er das gemacht hat, aber soll mir auch egal sein, war jetzt aber so eine Herüberleitung wegen Facebook, dass in Dresden, ich hatte auch gerade Kötter Security hier, der war wirklich persönlich dabei, wie in Dresden Zeltstadt die Stühle flogen. Also wir können wirklich vor Ort beziehungsweise auch wirklich bewahrheiten, dass einige Sachen, die wir bei Facebook zu sehen sind, kein Fake, sondern die Wahrheit entsprechen. So wie der Kater, so wie Roy Black. Die Wahrheit. Die Wahrheit ist, dass sehr viel Geld ausgegeben wird für Skulpturen. Kulturen ist klar. Kulturgegenstände da wie, glaube drei, ne? Drei oder zwei Busse, Originalbusse, die da hochgefahren. In Aleppo sind es keine mehr, die sind total ausgeschlachtet und auch schon total zerschossen, aber auch egal. Wenn das alles Kunst sein soll, keine Ahnung, dann stelle ich demnächst da draußen auch was hin. Wir haben nämlich auch eine Kirche da drüben, da können wir auch irgendwas hinstellen. Sollen wir da nicht auch mal was hinstellen? Immer so, sollen wir nicht da auch mal was hinstellen? Ja, irgendwie so eine Skulptur, immer, da kann man Kohle mitmachen. Ja, ja, warum nicht? Ne? Da hast du recht. Ja, ja, ist das so. Nee, darum geht es nämlich, Kohle machen. So, die ganzen Asyl,
Themaner und die ganzen Schwachmaten, die sich da als Gutmenschen verkaufen oder sonst wie, die, egal, das geht alles nur um Geld. Geld, Geld, Geld. Was anderes ist es nicht, ne? Was anderes ist es nicht. Es geht wirklich nur ums Geld. Was anderes kann man gar nicht dazu sagen, ja? Und ein Abschlusszeugnis über Frau Merkel zu ziehen, naja, irgendwie hat sie uns verkauft, irgendwie hat Frau Merkel aus uns DDR 2.0 Staat gemacht, ja, denunzieren, da kommt irgendeiner rein, das gefällt mir aber gar nicht. Dann soll man das entfernen, für einen von wie vielen, die hier leben. Also ein einziger mag was, sagen wir mal so, genau, ich mag das aber Räumblick nicht, das kann doch gar nicht wahr sein, dass sie hier Räumblick, ne? Oder hier, das kann doch gar nicht sein, dass sie eine Sendung machen über den Kater, ne? Das geht hier überhaupt nicht. Ne? Ja, aber so gibt es, ja, ja, ehrlich. Also wir haben viele sozial Schwache und wir haben sehr viele sozial nicht Schwache und wir haben natürlich sehr viele, die halt Geld damit machen, mit dem Thema schwach sein. Aber ich nun, also ja, ich habe gestern ZDF gesehen, da war einer, der richtig gut verdient. Also der verdient richtig gutes Geld, der arbeitet und wo liegt er? Auf der Parkbank. Ich habe auch gerade zum Kunden gesagt, also ich könnte man ja in ein Hotel ziehen, wenn es nicht klappt. Also wenn man gutes Geld verdient, statt Wohnung, hat keine Wohnung, ist ja alles irgendwie. Ich hatte auch gerade hier eine junge Dame, die hat auch schwere Probleme. Die hat 6 Katzen und es ist also nicht so einfach, eine Wohnung zu bekommen, wenn man 6 Katzen hat. Aber das ist eben so. 6 Katzen und sie muss da versuchen, eine neue Wohnung zu bekommen. Und was ist? Schufa. Alles Geld. Ja, die Schufa, ne, neue Seite da, ne, Schufa, schufa.de und dann steht da, ja, zum Beispiel die Schufa-Auskunft für den sogenannten Vermieter. Ja, ist auch wieder Kohle. 29,95. Früher hat eine Schufa-Auskunft gar nichts gekostet. Jedenfalls die erste war umsonst. Ja, und jetzt für den Vermieter, ausgängig für den Vermieter, kostet die natürlich sofort 29,95. Also eine Schufa-Auskunft kam schon mal 14 zerquetsche. So, dann kann man sogar eine sogenannte Schufa-Auskunft sich monatlich erteilen lassen für 3,95 €, meine lieben Freunde. Wir brauchen das an sich alles nicht. Wir brauchen, also wenn ich einen Menschen nicht, überhaupt nicht leimen möchte als Firma, dann schreibe ich sicherlich auf einer Rückseite bestimmt keine AGB von dem Punkt, ist da unten voll mit AGB, ihr versteht, was ich meine, ne? Also, wir haben also viele Sachen, worüber wir jetzt nicht sprechen, aber wir dürfen Faxen, böse Faxen machen, wir müssen, also heute gingen ganz böse Faxe raus zur AOK, zu den Jobcentern und da ist ja auch vieles im Argen. Die haben Softwareprobleme, wenn man da anruft, legen die auf und all solche Sachen. Also, es geht an sich alles nur noch ums Geld, ja. So, das war der Aufhänger heute hier für die kleine Minisendung, für den kleinen Kater, der da ein Zuhause haben möchte. Dieser Kater sucht ein Zuhause, sein Name ist Socke. Es wird auch alles eingeblendet. Bitte nach 17 oder ab 17 Uhr erst anrufen, die Nummer haben wir. Und wie gesagt, dieses Video ist eine soziale Sache, denn jeder kann hier sein Statement loslassen. Er kann auch persönlich sein Statement loslassen, wir haben ja. Mahlzeit, Grüße. Ah, er braucht noch was. Da war noch was. So, bevor die Tür nochmal aufgeht und ich wieder einige Sachen machen muss, mache ich Schluss mit diesem Videoclip. Dieser Videoclip geht wirklich nur um den Kater Socke. Ja? Mal gucken, wie spaßig ich diese Sendung heute hier präsentieren werde. Jetzt hier live bei der Aufzeichnung waren also einige da. Meine Assistentin ist da fleißig in ihrem Handy vertieft. Ne? Heute Abend will sie ja unbedingt Schlittschuh laufen. Na gut, soll sie machen. Ne? Ist ja schönes Wetter auf eine Art. Ich will auch nur abends ist es kalt. Ne? Komme ich ja nicht mit der Erkältung. Das sag ich dir, du. Ne? Ja, Schlittschuh laufen bei der Kälte hier, du. Ich weiß nicht. Ne? Ja, am Kennedy-Platz ist nämlich ein riesen Eisgedöne da. Und dann wollen die da alle unbedingt Eislaufen. Ne? Der Chef hat eingeladen. Ja, dann soll der Chef dann auch mal bezahlen. Ne? Alles klar, ich bin dann wieder bei meinem Zahnarzt. Ne, lass mich reparieren, meine lieben Freunde. Ich kann es nicht ändern, aber irgendwann habe ich wieder mein Lächeln. Mein Lächeln habe ich momentan verloren. Weiß auch nicht, ist eben so. Ja, hole ich mir mal mein Lächeln zurück. Wird teuer. Kann ich euch sagen, das wird teuer. Okay, der Kater wird nicht teuer. Wie gesagt, unterhaltet euch mit Barbarea Herdlein unter 0201 45 13 6475. Anrufen. Karte abholen, damit der Kater ein wunderschönes Zuhause hält.
neuer Medienkanzler sagt, danke fürs Zuhören, danke dabei gewesen zu sein, danke für den Besuch. Wie gesagt, wenn ihr tolle Sachen drauf habt, reinbringen. Wir machen nicht nur die Leute froh, die Roy Black mögen, wir machen auch andere froh. Und wenn Onkel Wendler wieder da ist, der Wendler und der Heinz, machen wir natürlich unsere Spaßsendung wieder. Schaltet auch ein bei SammelTV, ne, Sammelfiguren, Theater und wie gesagt TV. Dann den sogenannten Filmclub. Alles über Star Wars in der Star Wars Lounge. Alles über die Figuren, die hinten im Schaufenster zu sehen, auch hier zu sehen. Anmerkung aller sogenannten Sammelfiguren, die hier stehen. Wir werden jetzt neu plakatieren und auch einige Leute, die da das nicht verstehen, dass da auch nationalbedingte Figuren stehen, die mal aus einer alten Zeit, 33-45, erschienen. Auch die Schauspieler, die hier hängen im Filmforum, haben ihr Alter, kommen auch daher, 27 gebaut, 1900 gebaut. Gisela Schlüter zum Beispiel hängt hier und die anderen Schauspieler hängen dort und hat also nichts mit diesem 33-45, nichts mit Faschismus, hat nichts damit zu tun. Nein, auch hinter uns hängt der Herr Trump, das ist alles so ein bisschen symbolisch. Hat, also wir haben nichts persönlich mit Herrn Trump zu tun, wir haben auch nichts persönlich zu tun mit 33-45, haben wir nicht. Mahlzeit, grüß euch. Wir sind für jeden, wirklich, wir sind für jeden Spaß zu haben, ne? Für jeden Spaß zu haben, ne? Also wir helfen nicht nur, wir machen auch selber Hilfe und so weiter. Wir machen wirklich totalen Blödsinn, auch jetzt hier so ein Spaß. Nein, nein, war kein Spaß, das war diesmal doch ernst und deswegen war die Kamera an, wegen dem Kater. Wir suchen für diesen Kater ein Zuhause, sein Name ist Socke. So, deswegen haben wir die Kamera heute am Laufen, das doch einige Kunden bei den Dreharbeiten hier reingekommen, das ist eben so, das ist live. Wir drehen nur keine Live-Videos, weil dann, wie gesagt, Kunden und so. Nein, nein, also wir machen Aufzeichnungen, Live-Aufzeichnungen. Natürlich machen wir auch Live-Videos. Gestern haben wir ein Live-Video gemacht, ne? War lustig, ne? Also auf dem Wege Frank Montenbrook und auf dem Wege Martin Binias, die zufällig da die Live-Videos gesehen haben, konnte man ja lesen unten. Bei Instagram war das, ne? Genau, bei Instagram war das. Da haben wir Live-Videos gemacht. Hätten wir jetzt hier ein Live-Video gemacht bei Facebook, wäre sicherlich eine Einschaltquote gewesen. Aber ich weiß nicht. Ich werde also den Kater jetzt gleich bei Instagram einstellen mit Textur. Man kann ja schön ranzoomen. Das wird man ja dann auch bei Facebook sehen können. Ihr seid also immer noch hier im Großraum. Frohnauser Kopierstudio UG haftungsbeschränkt in der Kölner Straße 36 in der Stadt Essen. Und wir haben ja wie gesagt hier das Sondersender, wir haben den Ultra HD Web TV, wir haben die YouTube-Kanäle, wir sind mit denen verbunden, mit Google verbunden, mit Amazon verbunden. Ja, auf dem Weg bringen wir dann unsere Sachen. Ne? Ja, also ihr seid mit diesem nochmal ganz kurz eingeladen bei Sammelfiguren TV, Filmfiguren und Theater, Filmclub. Lasst uns über Filme reden, lasst uns über die Figuren reden. Die werden jetzt also nochmal neu plakatiert, dass jeder weiß, dass das Deko ist. Diese Deko kann man zwar kaufen, aber wir sind kein Verkaufssender. Wir haben diese Figuren als Deko, weil wir involviert waren, zum Beispiel mit Star Wars. Und wir waren involviert in 100 Jahre Deutschland, erster deutscher Weltkrieg da, 1914, ja, also im Jahre 2014 war das 100 Jahre. Und deswegen stehen die Figuren hier. Wir waren involviert mit den Schauspielern bei Stahlnetz, in dem Film E605 zum Beispiel. Bei uns wurden auch der siebte Sinn gedreht vor der Haustür. Ach, da waren so viele Sachen. Deswegen waren wir so involviert. Weil wir so involviert waren, haben wir das hier als Dekoration hängen. Wir haben Bilder hier als Dekoration hängen. Wir haben Figuren hier als Dekoration. Den Herrn Trump als Dekoration. Hollywood hier hinter dem ist auch Dekoration. Ja, das ist alles Deko. Die Deko kann natürlich gekauft werden. Weil ich persönlich bin der Meinung, ein bisschen Atmosphäre sollen auch die erhalten, die dort an den Computerstraßen arbeiten, für ihre Bewerbungen, für ihre Sachen, wo sie hin müssen und so weiter. Wir helfen ja schlicht auch gern. So, wie wir jetzt hier auch dem Kater ein neues Zuhause gönnen, ne? Katersocke. Okay, so, jetzt mache ich auch wirklich Ende hier, sonst wird das zu lang. Im Moment, ja, jetzt könnte ich eine Sendung machen, jetzt kommt keiner rein, aber ich wette mit euch, wenn ich so richtig jetzt loslegen würde, wird dauernd die Tür aufgehen. Also, es geht um Socke. Den Kater Socke, also schreibt, beziehungsweise geht Instagram, geht YouTube, geht auf unseren Kanal,
alles eingeblendet, die Name, Adresse und wann ihr, wo ihr anrufen sollt. Wisst also Bescheid. Kater Socke sucht ein neues Zuhause.